Moin aus Berlin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem etwas anderen Video. Und zwar habe ich ja im Moment extreme Probleme, was den Sound angeht. Und ich zeige euch mal eben, was ich hier so Leckeres umgestellt habe. Zunächst mal Eingabe, Mikrofon, Soundblaster, Z ist soweit logisch. Geräteeigenschaften. Das blinkert dann hier unten. Da habe ich einmal drauf geachtet. Gut, Pegel ist jetzt plus 20. 43 plus 20. Naja, gut, okay. Und zwar Zweikanal 16-Bit 44.100 Hertz. Das ist im Grunde genommen bis vor kurzem oder bis vor einigen Jahren auf jeden Fall auch die Standard-Sampling-Rate im Musikbereich gewesen. Es gibt höhere Auflösungen. Ich habe aber festgestellt, dass das eher kontraproduktiv ist und nicht unbedingt besser und eher schlechter wird. So, was habe ich weitergemacht? Ich habe diese Geschichte rausgenommen, da sind normalerweise Häkchen drin. Hier gehe ich jetzt mal auf Abbrechen. Und dann habe ich mir noch die Systemeinstellung hiervon genommen. Hier ist es so, die installieren sich mit dem Treiber zusammen. Gibt auf jeden Fall eine Verbesserung. Allerdings habe ich das hier jetzt einmal komplett entfernt. Denn ja, Noise Reduction, mein Gott, das Rauschen ist nicht so groß. Ich habe eben ein Testvideo, und zwar das, was für morgen läuft, mal reingehört. Ich höre das Ticken der Uhr, ich höre meine Katze. Das, was hier surrt und simmt, das ist, im Grunde genommen sind das die ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen Force-Feedback-Motoren von dem Lenkrad. Und ich glaube, in dem Video von morgen zumindest ist es soweit okay. Man muss mal schauen, wie sich das in der nächsten Zukunft dann weiter verhält. Ich hoffe mal, dass man mit diesen Einstellungen einigermaßen fahren kann, und ja, man muss es einfach mal abwarten. Ne? In diesem Sinne hoffe, ihr seid morgen früh dabei, und dann gucken wir uns das Ganze mal an und hören es uns auf jeden Fall mal an. Bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Reingucken.